Mein Name ist André Georgi und ich bin Senior Designer für Lichtsysteme bei Audi Design. Und meine Verantwortung ist die Gestaltung von Scheinwerfern und Heckleuchten bei Audi. Und bei dem A1 haben wir uns was ganz Besonderes einfallen lassen. LED ist gleich Effizienz und aus unserer Sicht eins der wichtigsten Elemente, genauso wie Aluminium für uns bei dem Alu Space Frame. Das ist ein Audi-Attribut, das ist ein Audi-Wert, den wir auf die Straße gebracht haben. Gelernt habe ich bei diesem Scheinwerfer sehr viel aus dem A8-Scheinwerfer, den ich parallel gestaltet habe. Die Gene sind eines der wichtigsten Elemente bei Audi. Wir heißen alle mit Nachnamen Audi, aber mit Vornamen haben wir dann alle unterschiedliche Charaktere. Ein A1 hat von dem R8 zum Beispiel die Sportlichkeit geerbt, von dem A8 von dem neuen hat es die Eleganz bekommen. Und die Eleganz sieht man sehr gut, wenn man den Wingverlauf nochmal beobachtet. Ein sehr fein gezeichneter Tagfahrlichtwing, wo dieses schmale Lichtband sehr deutlich zur Geltung kommt. Der Scheinwerfer ist das Auge von einem Auto. Und die Augen sind beim Menschen eins der interessantesten Aspekte im Gesicht. Es zeigt Traurigkeit, es zeigt Glück, Freude und genau das kann ich in der Fahrzeugfront auch spielen mit meiner Arbeit. Also man sieht hier sehr gut, wie dieser Scheinwerfer nach außen sich öffnet und man sieht hier dieses Auge und es wird gehalten durch diesen Tagverlichtverlauf, der sich dann hier wieder nach oben schließt und den Blinker umgibt. Der Blinker ist ein Element, was im Inneren des Scheinwerfers angeordnet ist und unter dem Tagverlichtwing liegt und somit beschützt wird durch den Wing, der oben drüber liegt. Der Blinker zieht sich nach hinten Richtung Modul wieder zurück. Die Lampe haben wir bewusst im Hintergrund gehalten, um halt wirklich auch den klaren Umriss des Blinkers zu zeigen und nicht die Lampe als einzelnes Element. Das Abblendlicht liegt in der Mitte von dem Tagverlichtwing. Das ist ein bisschen angelehnt an die Flugzeugflügel. Die Winglets, die an der Seite so nach oben gehen, ist gleich Effizienz. Das hat ja auch der Adler, er spreizt ja auch seine Flügel seitlich so auseinander. Und das nutzen wir als grafisches Element, um dieses Tagverlicht zu halten